Kann man eine Sammlung anlegen an geschlossenen Hütten? Und dann irgendwo ins Kühle hinausspringen, das wäre echt ein Genuss. Eine hervorragende Aussicht. Hier sehen wir in den Süden. Enzianhütte, ein Viertelstunde. Eine wirklich tolle Abendstimmung noch. Schön leiten, Krückensattel, 404. Bleiben wir jetzt sitzen, bis finster wird. Du darfst nämlich immer so überhaupt nichts sagen dürfen. Man schummelt nämlich, der hat zwei Schrittzähler mit. Unterberghaus, 404. Aber es ist ein wunderschöner Weg. Hallo und Grüße aus Heinfeld am Bahnhof. Ich bin Flatterbein und heute geht es auf die 6. Etappe vom Wienerwald-Weitwanderweg. Und heute ausnahmsweise mal Heinfeld bei Tag. Und zwar wirklich im goldenen Herbst. Und es geht da hinauf auf den Heinfelder Kirchenberg. Und dann später weiter über das Dürrhölzer Kreuz in Richtung Unterberg und dann noch weiter aufs Kneck. Und dort werden wir auf der Enzianhütte übernachten. Wenn man in Heinfeld am Bahnhof ankommt, dann hat man gleich gegenüber von der Stadtgemeinde Heinfeld einen hochinformativen, ja, was ist das eigentlich, Aussteller da für eine Karte. Und da drüben auch die Wegweiser. Lösenbündelhütte, 640 Meter in 40 Minuten. Und Heinfelder Hütte in einer Stunde, Markierung ab Kirche Blau. Na gut. Also dann werden wir zuerst einmal zur Kirche wandern, nicht wahr? In Heinfeld begibt man sich am besten zur weithin sichtbaren Kirche, weil dort kommt nämlich dieser Wegweiser. Dieser Wegweiser, da sagt uns Kirchenberg Heinfelder Hütte Rot 404. Ja, also, das werden wir zusammenbringen. Und gleich noch ein Wegweiser mit zahlreichen Markierungsfarben. Heinfelder Hütte 924. Also bitte, da hinein für uns. Bestkreuz Liersenbündel. An so einem strahlend sonnigen Tag, da ist es eigentlich hier schon Zeit, sich der Jacke zu entledigen, weil der Aufstieg beginnt zwar nicht allzu steil, aber es geht deutlich bergauf und es wird am warm. Heinfeld selbst ist übrigens ein richtiges Zentrum. Da gibt es eigentlich alles bis hin zum Kino und Supermarkt und man kann sich auch verproviantieren, wenn man mag. Also gibt es eine Naturwassertretanlage. Es ist ganz hervorragend. Also alle müden Wandersleute, die da schon ihre 130 Kilometer in den Beinen haben, werden es sicher sehr zu schätzen wissen. Es gibt auch ein Armbad, aber kein Trinkwasser. Wassertreten hat eine durchblutungsfördernde Wirkung. 30, 40 Schritte im Storchengang. Bei jedem Schritt das Bein zur Gänze aus dem Wasser ziehen, danach Wasser abstreifen und warme Socken anziehen oder die Beine im Trockenen warm laufen. Tja, gut. Da werde ich jetzt angesichts der Jahreszeit darauf verzichten und mich lieber weiter auf den Aufstieg machen. Weil noch ist nicht allzu viel geschafft. Das Gemeine bei dem Aufstieg ist ja das, dass in der Nähe der Stadt Heinfeld also viel Infrastruktur vorhanden ist. Also man kann sich da auf einen Bankerl setzen und man kann da kneipen und überhaupt. Und alles das führt aber dazu, dass man nicht auf den Heinfelder Kirchenberg aufkommt. Wenn es dann ein bisschen flacher ist, vielleicht noch ein paar Worte zur Ausrüstung. Ich habe vorhin gesagt, dass wir auf der Enzianhütte übernachten wollen. Die ist am Kineck oben. Und wir haben die letzten drei Etappen des Wienerwald-Weitwanderwegs so gelegt, dass wir mit zwei Hüttenübernachtungen die bestreiten werden. Einmal auf der Enzianhütte und einmal am Beilsteinhaus. Das ist zu dieser Jahreszeit, wenn man nicht am Wochenende unterwegs ist, nur ganz gut möglich. Enzianhütte hat irgendwann einmal im November dann zu. Und damit haben wir einen größeren Rucksack dabei. Letztlich sind so drei Tageswanderungen dann auch das, was man auf einer Fernwanderung mitnehmen würde. Also da ist dann praktisch kein Unterschied mehr. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen ein Gepäck von der Mama dabei. Ich muss schon sagen, dass das für eine Dame, die Ende 70 ist, eine bewundernswerte Leistung ist. Rechnet es einmal, ja, also 5 Tage, 130 Kilometer, ein bisschen mehr sogar, durch unser kleines Busmalheur. Mit jeweils ordentlichen Höhenunterschied und die geht wie aufgezogen, also da ist es aller Ehren wert. Ja, also sie tragt sich ihr ganzes Tagesgeschäft selber, ihr Wasser selber und ich habe halt jetzt ihre Wechselwäsche noch mit. Na, mehr ist auch schon immer mehr. Also da kann man echt nicht meckern. Wenn der Aufstieg zum Kirchenberg so langweilig ist, dann kann sie auf diesem coolen Parcours da entsprechend bemühen, dass er da drüber kommt. Es ist schon herausfordernd. Also, ich bin nicht besonders gut im Balancieren. Ich glaube, da
Da wird ein Abwurf verzeichnet. Auf dem Hainfelder Aktivweg, da hat man zahlreiche Möglichkeiten der körperlichen Ertüchtigung, von den Augen hin bis zur Muskulatur. Also da, diese ganzen Geräte sind für die diversen Übungen gedacht. Ja, da ist es also ein richtiger Bewegungspark. Dann gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist, der Berg ist nah. Und die schlechte Nachricht ist, weil der Berg nah ist, ist der Berg auch steil. Man kann nicht alles haben. Bei diesem Kreuz gibt es einen einfachen Weg hinzukommen. Und ein bisschen herausfordernd drauf sein. Und jetzt auf einmal ist der Wind aufgekommen und es bläst der Föhn. Und es ist um 10 Grad wärmer. Der Föhn von einem Schritt auf den anderen. Wirklich unvorstellbar. Auf einmal ein Temperatursprung. Das ist nicht zu fassen. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Der Wind, der da aus dem Tal herausbläst, da hat es gute 22, 23 Grad auf einmal. Und ich glaube, wir sind vielleicht bei 10, 12 Grad weggegangen, trotz Sonnenschein. Also, Wahnsinn! Hier, wo die Straße eine Kehre macht, könnte man auch abzweigen in den Wald hinein und im Graben verbleiben, um zu lösen, von unserer Hütte zu kommen. Man kann da direkt aufsteigen in der Territissima. Diese Schneise da führt ebenfalls ziemlich genau bis zur Hütte. Es ist im Winter sicher eine schöne Skitour in der Schneelage. Angesichts dieser argen föhnigen Witterung haben wir uns ganz bewusst aber für den Verbleib auf der Fahrstraße entschieden. Es wird später auch noch steil gehen. Beim Anstieg zur Liersenböndl-Hütte zeigt der Herbst jetzt noch einmal, was er kann. In seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Und da, wenn das da ein Fahrweg ist. Aber in diesen Umständen nehmen wir das sehr gerne. Das gelbe Schild, das sind keine Wegweiser, sondern es ist jeweils die Markierung, wie weit man schon gekommen ist und wie viele Höhenmeter man schon gemacht hat, seitdem man auf dieser Fahrstraße ist. Und da steht jetzt 1,5 Kilometer und 140 Höhenmeter. Da ist auch was Interessantes, wenn ihr schaut, da ist es eigentlich ein Buchenwald. Und da kommen auf natürliche Weise offensichtlich jede Menge kleine Tannen auf. Und da hinten müsste irgendwo auch der Altbaum zu finden sein. Ne? Da oben sieht man untrügliche Zeichen, dass wir den Wienerwald eigentlich schon verlassen haben und sich da im Bereich der Kalkalpen befinden, der nördlichen. Da diese Felsformationen oben, das ist jetzt ganz typisch für das Gebiet. Da wir sind Böndl heute angelangt, da warten zahlreiche Rastbänke auf einen. Die Hütte selbst ist momentan zu, aber es ist nur heute so. Und wir nutzen das für eine kurze 5-minütige Pause. Die Liersenböndl-Hütte ist ein Kinderparadies offensichtlich. Und da Hainfelder Hütte. Tja, ist gut angezogen. He? Ganzjährig bewirtschaftet. Ne? Schauen wir, ob das wahr ist. He? Und schau vor dir auf den Baum, kannst wieder ein historisches Schild bestaunen. In ebenso gutem Zustand. 404. Beim Steig hat man alles richtig gemacht. Erstens einmal ist es so, dass es ein neuwertiger Anstieg ist. Das heißt, es ist auch im Sommer dann nicht so brutal heiß. Und er hat eine total angenehme Neigung. Hier berührt der Weg kurz einmal die zweite Schneise, die es da hinauf gibt, auf den Kirchenberg. Und da kann man sehen, dass die hinaufreicht bis auf den Rücken. Hinter uns würde nach links, ein bisschen weiter den Berg hinauf, da Heinrich Huber Steig zeigen, folgen aber hier jetzt dem Originalwegverlauf. Der ist nämlich da der sanftere. Die Schneise wird gequert auf ungefähr 780 Meter, ein bisschen mehr schon. Und da hinunter sieht man jetzt wieder das herrliche Farbenspiel vom Herbst. Dahinter sieht man die Anhöhe, über die wir gestern in Richtung Hainfeld abgestiegen sind. Am Kamm angekommen ist die Aussicht jetzt auf Hainfeld hinunter. Schau mal, eine Wucht. Da vorne sieht man jetzt den Unterberg, ein Zwischenziel unserer heutigen Tagesetappe. Ein bisschen weiter führen,
vor dem Schneeberg, also das ist der hohe im Hintergrund, muss der Schneeberg sein, sieht man das Kinnegg. Dort wollen wir heute auf der Hütte übernachten. Wenn man an diesem Bankl anlangt, bitte nicht vergoggeln, nicht da dem Kamm weiter folgen. Es geht nach links. Und es ist da leider nicht wirklich markiert. Also ich sehe da keine Abzweigungsmarkierung. Ich bin mit Brand vergangen. Immerhin sind wir mit einer schönen Aussicht auf den Unterberg und das Kinnegg belohnt worden. Wir erreichen da auf dem Kamm die Fahrstraße und nähern uns jetzt unaufhaltsam da vorne dem letzten Anstieg die Fahrstraße meiden und da oben auch über den Pfad ansteigen. Und oben erkennt man bereits die Hütte. Der Heinfelder Kirchenberg ist gekommen. Ja, ich stürme schon Wind. Da pfeift schon ganz ordentlich. Fernsicht. Ja, sehr schön. Umwerfen. Hütte geschlossen. Da gibt es einen offenen Notraum. Hinter der Hütte gibt es eine Aussichtsplattform, deren Besuch sich durchaus lohnt. Hier sehen wir in den Süden, ins Alpenvorland hinein. Hier ist der Hohenberg, da kommen wir aber dran vorbei und können dann da über diesen langen Rücken den zu ahnenden Unterberg aufsteigen, wo man ebenfalls hinten vorbeigehen kann. Unser Aufstieg war hier beim Silberschild und unser Abstieg von der Heinfelder Hütte bzw. vom Heinfelder Kirchenberg geht jetzt da weiter. Schön leiten, Krückensattel 404. Na, waren doch überall so gut angeschrieben war wie da. Schön gemacht ist auch hier. Wiederum der moderate Abstieg. Was hier folgt, ist jetzt eine voralpine Waldpassage, ein wunderschöner Übergang. Ja, das ist ein Hochwald, höchste Sätze zum Teil. Das macht sehr viel Spaß. Das ist halt jetzt der alpinere Teil vom 404er. Unterhalb dieses überraschend felsigen Grates, der da im Heinfelder Kirchenberg so grob in Richtung Südosten abzweigt, wird das jetzt ganz wunderschön. Da kommt die Sonne nämlich noch ein bisschen drüber jeweils und man hat wieder dieses Phänomen von den Lichtfingern, die da in den Wald hinein stachsen. Wir haben heute das Problem mit Zuckerspätzeln und Vergoggeln und dann natürlich von einer zusätzlichen Trinkpause ist eine halbe Stunde gleich weg. Und so viele halbe Stunden haben wir heute auch wieder eine Reserve, wenn wir bei Tageslicht ein Kinnegg ankommen wollen. Also das zieht sich dann schon ziemlich. Da vorne kann man das recht schön sehen, wie das jetzt ausgeht. Und da auf dem Rücken demnächst landen wird. Na schau. Und nicht nur haben wir die Sonne, sondern wir haben auch gleich wieder wesentlich mehr Wind. Hier das Schiff in gutem Zustand. Es ist überhaupt interessant, die Infrastruktur auf dem Weg. Also was man da an Bankau gesehen hat und Rastmöglichkeiten, sensationell, auch die Anlage, wunderschön, aber überall, wo man Personal dafür braucht, geschlossen. Wir nähern uns da jetzt den Gebieter schön leiten. Ich kann gar nicht verstehen, woher die ihren Namen hat. Auch hier eine Besonderheit, das ist eine ziemlich alte Heide. Inzwischen in der Altersform wird sich die Sonne gut vertragen. Normalerweise ist das gerade eine Lichtbaumart. Und auch da vorne mit diesem schönen Zwillingstamm da, das ist eine ziemlich alte und schon recht dicke, schöne, vitale Eibe. Und da noch einmal Eiben. Da wiederum so diese eigenartige Struktur. Die vor allem in euch ausbilden, das ist schon spannend. Im Gebiet der sogenannten Schönheiten ist übrigens ein ideales Trailrunning-Gelände. Da geht es natürlich ganz leicht bergab, das kommt ein bisschen zugute. Die kommen nicht so leicht aus der Puste. Aber es ist ein wunderschöner Weg. Und der ist wirklich geeignet. Also wenn ich da jetzt mit dem trinkenden Rucksack unterwegs wäre, kann es nicht so gut anfahren, aber wenn wir mal 7 mit allem Wasser und so weiter und Proviant, ja dann wäre das schon ganz nett. Da öffnet sich der Wald und wir haben Aussicht auf eine Wiese und sind jetzt eben im Gebiet der sogenannten Schönleiten. Das ist ja auch wirklich eine schöne Leitung und liegendes Gehöft auf der Schönleiten. Und für uns verläuft der Weg dann da auf dieser Zufahrtsstraße weiter. Hohenberg
umgehen wird. Der heißt nicht so, der schaut sehr hoch aus, gell? Auf diesem Rücken hier geht es dann zum Unterberg. Auf diesem Gehöft da kann man nach einem Mast und einer Jause fragen. Die geben ein bisschen was aus, wenn man möchte. Das werden uns hier da jetzt ersparen. Wir haben nämlich eine Kleinigkeit vorhin noch schnapuliert und jetzt auch was getrunken. Wasser wäre recht günstig, wenn wir uns finden. Nach vielleicht 200 Metern asphaltiert, kommt man da an diese Gabelung und da können wir wieder nach links in den Wald hinauf. Wir müssen nämlich da vorne über diesen Sattel drüber, damit wir da am hohen Berg vorbeikommen. Und zum Beweis, 404er Gruppensattel. Wir haben da jetzt einen kleinen Sattel erreicht und da vorne dürfen wir über einen Weidegatterl durch und auf die Wiese hinaus. Na, das ist doch schön. Und da hat man mal einen herrlichen Ausblick auf diese tolle Gegend. Wir erreichen da ein weiteres Kreuz und dann müssen wir da bei diesem nächsten Gehöft vorbei. Bei dem Gehöft unter Höhenberg ist jetzt zum ersten Mal auch der Unterberg angeschrieben als Ziel. Also das ist jetzt Befehlsausgabe Gruckensattel. Mit einem dicken Pfeil angekündigt geht es da auf den Steig hinauf. Der Verlauf dauert ziemlich parallel der Straße, also recht weit entfernen wir uns da nie. Wir ersparen uns den Asphalt und ein bisschen ein paar Meter. Der Kalk durchsetzt ist dieser Abhang mit Steinen. Da war schon ein Bergsturz gewesen und inzwischen von Bäumen bewachsen. Aber Boden hat sich noch nicht allzu viel gebildet. Da kämpft dabei hauptsächlich das Moos. Ja, ein ziemlich hängender Steig auf dem Weg durch den Oberhöhenberg. Wir wollen zu dem Gebäude aber nicht hin, sondern wenden uns da gleich wieder nach rechts, leicht ansteigend und gut markiert. Das schaut da wenig begangen aus, gell? Hier ist Oberhöhenberg und da geht es jetzt hinter dem Haus hinauf. Die Sonne empfängt uns wieder, denn wir treten da kurz vor einem Sattel auf eine ganz wunderschöne Wiese hinaus. Beziehungsweise nicht hinaus, sondern wir folgen dem alten Weg. Die Bäume da hinter mir sind Vogelbeerbäume und die verwendet man, um Spirituosen herzustellen. Der Vogelbeer, der ist ein sehr beliebter Schnaps. Auf diesem schönen Weg ganz vorbildlich ist auch die Markierung. Da sind die Schilder alle in auffallend gutem Zustand, so wie wenn man den Weg nicht auflassen hätte. Ehrlich gesagt, um dieses Wegsegment bzw. um diese ganze Passage seit dem Hainfelder Kirchenberg und eigentlich auch von Hainfeld herauf, wäre wirklich auffallend schaut. Also das gibt landschaftlich echt einiges her. Wir treffen da vorne auf den markierten Weg, der von der Geisberghütte herführt. Und für uns geht es geradeaus weiter. Geöffnet von Ende April bis Ende Juni und von Anfang September bis Mitte November. Alle Sonn- und Feiertage ab 10 Uhr. Also wir haben gerade beide festgestellt, da kann man eine Sammlung anlegen an geschlossenen Hütten. Wir hätten da jetzt, glaube ich, schon die dritte Hütte, die möglich wäre und trotzdem zu ist. Am Ende der Wiese, da lacht uns eine zweite Wiese an und wir verbleiben jetzt wieder auf dem Weg und wieder verbleibt die Wiese rechter Hand. Das könnte auch noch der Wiesen-Wienerwald sein, ist es aber nicht mehr, das ist gar nicht mehr der Wienerwald, sondern das sind die Alpen. Das ist jetzt der witzige Weg, der ist ganz leicht erdig und sehr schön planiert und richtig nett und fast ein bisschen federnd zu begehen. Das ist aber nicht falsch, dann nicht rutschig, versteht sich nicht. So. Da kann man richtig schön, auch mit leichten Gefälle jetzt,
Meter machen. Also ganze Jäger Horden können sich da verschanzen und auf alle schießen, was sie bewegt. Und da unten ist ein auffallend wichtiger Buch unterstanden. Wir sind immer noch auf demselben Weg von vorhin und gehen in Richtung Buchensattel. Der jetzt in nicht einmal einer Viertelstunde für uns erreicht ist. Für unsere rechten Seite des Geländes ist sehr steil und zum Teil fällt sich ab in dieses tief eingeschnittene Tal hinaus. Und da müssen wir jetzt eigentlich auch durch die Bäume hindurch mit einem sehr schönen Ausblick. Ja, schau da, eine Mordstrom-Felswand bricht da ab. Das kann man gar nicht glauben. So, da kann man jetzt im Laub schwimmen und demzufolge viel Lärm machen beim Abstieg am Gruppensattel, der uns da vorne in der Sonne winkt. Also wir sitzen jetzt da am Gruppensattel auf einem Baumstamm und machen eine schöne Rast. Und diese Rast ist wirklich schön, wenn man da im Hintergrund schaut. Also die Landschaft ist ja ganz herrlich. Auch da hinüber, Aussicht wunderbar. Und es ist unfassbar heiß. Es ist tatsächlich so warm, dass man sagen könnte, es sind Badetemperaturen. Also da in der Sonne jetzt liegen und dann irgendwo ins Kühle nachspringen, das wäre echt ein Genuss. Es muss deutlich mehr als 25 Grad haben. Also das ist gigantisch. Solche Temperaturen um die Jahreszeit Ende Oktober, das ist wirklich eine Seltenheit. Und wir sind ja doch auf ungefähr 750 Meter Seehöhe. Wir werden dann in einer weiteren Stunde das Dürholzer Kreuz erreichen. Dort beginnt unser Aufstieg auf den Unterberg, beziehungsweise zumindest zum Unterbergschutzhaus. Unterberggipfel werden wir uns heute schenken, weil sich das zeitlich sonst nicht mehr wirklich ausgeht, dass wir noch bis zum Kinect kommen. Adamstal, Unterberg, da steht noch 3,5 Stunden angeschrieben. 3 werden es circa sein, weil wir nicht auf den Gipfel müssen. Ja? Also das ist mit 16 Uhr ist schon realistisch, ne? Da queren wir jetzt eine Almwiese mit herrlicher Aussicht. Das wäre der Blick zurück in Richtung der Gegend am Hainfeld, wo wir jetzt doch schon einige Kilometer entfernt sind. Wir haben da jetzt die Wiese verlassen und treten in ein Waldsteigerlein, das da ganz sanft nun ansteigt. Und das ist da wiederum ein Buchenwald, der auch noch gar nicht so sehr entlaubt ist. Das 404er Schild hat schon wesentlich bessere Zeiten gesehen. Es geht aber tatsächlich auch nach einer Forststraßenquerung immer noch über den Waldpfad weiter. Das 404er Schild ist in deutlich besserem Zustand. Also markierungstechnisch ist diese Etappe eigentlich super sonnenklar. Bis auf ein einziges Mal, wo wir uns natürlich prompt verkoffert haben. Wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt haben wir da die ganze Zeit hinaufgehampelt und jetzt hampeln wir da wieder hinunter. Bei stürmischem Wind erreichen wir Dürholzer Kreuz Unterberg Adamstal 04404625. Also bitte da hinüber. Da vor uns dieser langgezogene Berg da. Das ist jetzt der Unterberg. Und jetzt sind wir eben doch mehr als nur sichtlich näher gekommen. Da hinunter würde man ins Adamtal abzweigen, also da nicht weiter, sondern noch auf dem asphaltierten Weg bleiben. Am Haasberg gibt es diese Abzweigung da, 404 Forststraße, ziemlich steil. Da muss man jetzt hinunter. Nach kurzem Abstieg erreichen wir auf dieser Stelle die Straße. Da ist also eine Metallscheune. Spannend. Und da vorne ein Schranken und ein ganz abweisendes Schild. Wir sitzen da jetzt am Dürholzer Kreuz. Und da ist ein Parkplatz. Von dem aus viele den Unterberg in Auftritt nehmen. Wir machen das natürlich nicht mit dem Parkplatz. Beziehungsweise wir parken dort nichts, weil wir sind schon bis zum Parkplatz hergegangen den ganzen Tag. Und da bei dem Bankerl
Da geht es jetzt über die Straße wieder drüber, also wir kommen aber auch von der Straßenseite und da in diesen Weg hinein. Herzlich willkommen im Erholungsdorf Kleinzell. Und da herüben mit der Riegel Unterberghaus 404. Also geht's in den Forstweg da hinein. So, also mit frischen Kräften und einer frischen Batterie in der Kamera geht es da jetzt am Anfang noch relativ moderat ansteigend auf der Forststraße über den Mitterriegel, beziehungsweise zum Mitterriegel, den Steinkamp. Und dann wird es aber alles bald auf einen Steig abzweigen. Und da beginnt dann der eigentliche mühsame Anstieg Richtung Unterberg, beziehungsweise den Blochboden. Wir befinden uns so an einer Forststraße. Aber man darf behaupten, das ist eine sehr hübsche Forststraße. Es ist auch nicht so brutal warm, trotz der Sonneneinstrahlung, wie vorhin auf dem Krückensattel. Und es geht da noch in einer angenehmen, mäßigen Steigung dahin. Lang wird es eh nicht mehr dauern, bis da vorne der Steigabzweig ist. Wenn man da diese lichten Baumbestand sieht, wo unten das Gras immer noch gedeiht. Das ist schon was ganz Schönes zum Anschauen. Da eine Besonderheit. Das ist eine Eibe. Man schaut, wie die da unten von Rieben umgrenzt ist überall. Und da ist auch noch eine Beere oben. Die werden essbar, aber nur der Fruchtmantel. Sonst nichts. Den Kern wieder ausspucken zum auffälligen Steinbruch hinter mir. Jetzt da vorne die Abzweigung auf den Steig in Richtung Unterberghaus. Ganz am Anfang geht dieser Steig moderat ansteigend durch einen lichten Bergwald. So wie ich ihn vorhin auch schon gezeigt habe, mit Gras bewachsen, aber deutlich mehr Unterwuchs. Also da beim Zugstieg zum Steinkamp und dann weiter mit der Riegel, da bewegen wir uns wirklich auf dem Idealbild des schönen Waldstreifens. Schaut euch einmal die Kulisse hinter mir an und schaut euch auch vor mir an. Das ist genau eine schöne Neigung, das ist genau die richtige Breite, das ist nicht abschüssig irgendwie, nicht hängend. Da geht man richtig schön auf inzwischen eher Kiefernnadeln dahin. Also das ist da ganz hübsch. Und da kann man über die Mühen des Anstiegs eigentlich wirklich hinwegsehen. Auf ungefähr 800 Meter Höhe erreicht man zum ersten Mal den Rücken. Und da sieht man, dass auch am Unterberg ein bisschen felsig hinuntergeht. Und bis jetzt war der Anstieg noch äußerst moderat und wir sind jetzt dem Rücken weitgehend immer folgend, da demnächst am Steinkamp, am sogenannten. Da hinter uns hat es jetzt jede Menge Totholz, die niemand weggeräumt hat. Das fügt sich da in diesem Bergwald aber eigentlich ganz gut ein. Es gibt der ganzen Geschichte ein sehr natürliches Gepräge. Steinkamp wird es da vermutlich heißen, weil das zum Teil felsig ist. Also da diese Anhöhe hinter mir, wo die Markierung drauf war. Also wir haben jetzt bereits ungefähr die Hälfte der Strecke zurückgelegt, die es bis auf das Unterbergschutzhaus gibt. Aber gemeinerweise nicht einmal nur ein Drittel der Höhenmeter vom Türholzer Grauzhaus. Wie vorhin angekündigt, ist da der Weg jetzt deutlich steiler. Und noch dazu wird der Genuss des Anstiegs jetzt durch Waldarbeiten getrübt. Das heißt also, da sind intensiv die Motorsägen am Werk. In einer Höhe von ungefähr 900 Meter wird der Rücken dann zu steil, dass ihm der Steig direkt folgen könnte. Und somit geht es da einmal in einer Serpentine dahin. Kappe verloren. Kann ich meins dazu hängen? Das ist auch schon so ausgebleicht. Ja, tatsächlich muss ich meine Einhorn-Cappy irgendwann einmal jetzt austauschen. Es ist irgendwie schon sehr mitgenommen und von der Sonne ausgezehrt. Sonst zehrt da der Weg ziemlich aus. Da ist man jetzt heilfroh, dass dieses von vornherein föhnige Wärme wieder gewichen ist einer halbwegs angenehmen Temperatur, weil sonst
wäre das da jetzt eine echte Katastrophe. Also jetzt freue ich mich dann schon auf was zum Trinken. Hat man jetzt dann die 1000 Meter Marke überschritten. Das heißt, es fehlen uns bis auf den Bruchboden und auf das Unterbergschutzhaus. Wir haben jetzt ca. 200 Meter. Wenn wir uns im Anstieg ein bisschen Obacht geben, da zum Beispiel zweigt es nach oben ab und man denkt sich, oh Gott, das wird jetzt steil. Und in Wahrheit ist der markierte Weg aber hier und ist genau, wenn man bei der Abzweigung steht, von einem Zweigen verdeckt. Und da geht es natürlich schon einer bergauf, aber es ist jedenfalls kein Vergleich. Wir haben den Mittelring jetzt ein bisschen überschritten, sind auf der anderen Seite und prompt ist der Charakter des Waldes total unterschiedlich. Und vor allem ist es jetzt merkbar sanfter. Da drüben sieht man jetzt das Massiv vom Unterberg, das man nicht ganz ersteigen muss. Wir sind um 15.20 Uhr hier unterwegs. Das ist zu dieser Jahreszeit, wenn man auf die Enzianhütte am Kineck will, gerade noch machbar. Aber da darf aber nicht mehr viel passieren. Vergageln ist jetzt nicht mehr drinnen. Außerdem würde man gern auf der Enzianhütte einen gemütlichen Abend verbringen, ein bisschen eine Kleinigkeit essen, vielleicht eine Dusche nehmen. Ja, und das wird jetzt da, wenn man den Unterberg geschafft hat, schon ziemlich gut greifbar. Wir werden versuchen, am Unterberghaus einzukehren, dort an Wasser zu kommen und außerdem auch noch an ein Getränk, weil sonst radiert man jetzt inzwischen die Kehle. Wenn man an dieser Stelle den Mittelring betreten hat, dann hat man an der 1100 Meter Marke gekratzt. Die ist noch nicht ganz erreicht, das sind 1080 und damit fehlen uns noch ein bisschen über 120. Aber jetzt schaut wirklich schon ein End heraus. Geht jetzt über Wurzel- und Kalktreppen dahin. Dann wieder mal was Neues. Auf den Schluss, da steilt der Kamm nochmal auf und damit gibt es da jetzt für die ganz konditionsstarken die Direttissima und für die anderen beginnt der Weg wieder sich hinauf zu meandern. So, gegen Ende wird es dann mühsam. Da sind sie richtig eingetieft. Karren, da muss man sich noch überwinden. Das sind jetzt tatsächlich die allerletzten Meter. Also vielleicht 50 Höhenmeter unter dem Lochboden, wo wir uns da befinden. Der Lichtschein da oben kündet jetzt am Ende der Anstiegsmühlen. Also diese letzten Meter da hinauf. Das hat sich jetzt schon gezogen. Einerseits trocken und andererseits ist es da echt steil und mühsam. Aber jetzt ist der Blochboden unser und angekündigt mit einem schönen Kreuz. So, nach einem wirklich mühsamen Anstieg und einer ganz tollen Leistung von meiner Mutter, das muss man wirklich an der Stelle einmal sagen, sie sind im Alter nicht selbstverständlich, haben wir jetzt den Bruchboden erreicht. Und den Bruchboden, da eröffnet sich uns eine hervorragende Aussicht. Da vorne, das ist der Schneeberg. Und wenn wir uns da jetzt weiterwinden, dann hat man da drüben das Raxmassiv, dann hat man die Schneealpe. Da im Vordergrund hat man Gipfel und Gölder. Da ganz hinten am Horizont hat man den Ötscher. Und wir sind da zum Hochschwab sehen. Hochstaff, Reisalpe, Muckenkogel mit dem Gebäude drauf. Also, und da hinten, da kommen wir her, schau. Das ist der Hohenberg, was man da jetzt sieht mit der auffälligen Schneise. Und hinterm Hohenberg, am Kirchenberg waren wir oben. Und da dahinter in dem Einschnitt nach dem Hohenberg und dem Kirchenberg, da ist Heinfeld. Da kommen wir also jetzt her. Jetzt gehen wir da hinüber und jetzt geht's zur Hütte
moderat bergab. Das ist nicht die Hütte da drüben, gell? Das ist ein Almhaus. Wenn man da diesen Flachboden erreicht hat und sich jetzt im Gebiet des Unterbergs befindet, dann ist man im Bereich von einigen sehr schönen Almböden. Drüben ist der Gipfel des Unterbergs zu sehen. Wir werden den heute nicht besteigen. Wir lassen den aus. Zeitmäßig sind wir spät genug dran. Wir haben dann doch noch ein bisschen ein Stück auch bis zum Kinek, das wir zu bewältigen haben. Das sind immer noch vom Unterberghaus 2 Stunden. Auf der ÖK50 ist in der Grube hinter mir, kurz vor dem Unterberghaus, ein Brunnen eingezeichnet. Der Brunnen war aber einmal, ist abgebaut und liegt da verrostet im Gras. Also da braucht ihr euch nichts erhoffen. Von hier aus hat man da diesen felsigen Rücken im Blick. Und wo der da zu uns herfindet, da in dem Sattel drinnen, da muss das Unterbergschutzhaus drinnen liegen. Die Kapelle Maria Elend, das Unterbergschutzhaus. Und die Skiwiese, ja, zum Unterbergschutzhaus. Und dort Wasser fassen. Das brauchen wir jetzt ganz dringend. Im Winter hat der Unterberg ein kleines Skigebiet. Das sieht man da. Und da entzerren heute 1,75 Stunden. Schau. Da steht Bettelmann Kreuz Kinek ca. 2 Stunden. Wer hat jetzt recht? Ne? So, der Abstieg, da ist unsere Stärke. Also wir sind da jetzt auf unserem Verbindungsweg. Wir passieren jetzt insgesamt noch 2 Skiwiesen und einen Skilift. Das da ist die letzte Skiwiese, die äußerste. In dem Fall äußerst nördliche am Unterberg. Ja, die kommen da unten zum Lift. Da unten ist die Liftstation auf der rechten Seite dann. Also da, wo wir jetzt drüber gegangen sind, war die Schlepplichtstraße. Und dort unten, wo das Pistengerät steht, da kann man rechts zum Lift hinfahren. Das ist auch gezielt so gemacht, damit man nicht mit einem Mord zum Hodern, wenn man so auf gut Österreichisch sagt, da bei dem Lifthitel ankommt. Auf diesem Wegabschnitt da darf man sich nicht verwirren lassen. Da hat man nicht lange Zeit immer nur weiß-rot-weiße Markierungen. Und die Tafeln vom 231er, so haben wir auch noch rot-weiß-rote Markierungen, wie die ich jetzt gerade vorhin gezeigt habe, findet, ist man noch auf dem richtigen Weg. Erst wenn die rot-weiß-roten Markierungen aufhören, dann ist man falsch. Ja, wiederum 2,31 sieht man da die ganze Zeit. Es geht aber hier noch immer schon abwärts. Und wir waren noch nicht bei der Weggabelung, wo der 2,31er dann nicht abzweigt. Da hätte ein 404er Schild auch nicht geschadet. Bettelmannkreuz circa 1 Stunde. Und da ein Weg zum Vergogeln, nämlich Adam, Dahl und Ramsau. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen da hin. Hey, bei diesem Kreuz da wird der Weg wieder zum Pfad. Das heißt, wir sind wieder auf einem Steigein unterwegs und folgen jetzt nun diesem Rücken. Und dem Rücken, den folgen wir jetzt weitgehend, eigentlich bis ganz zum Kinek. Enzianhütte, 1,25 Stunden. Den Kamm lassen wir jetzt da links liegen, damit wir nicht so viel Höhenunterschied machen müssen. Und da hinauf, da scheint dann die Sonne hin. Der Weg da am Kamm ist zwar ein bisschen mühsamer als unten die Forststraße, hat aber den Vorteil, dass man noch immer ein wunderschönes Licht hat. Dass wenn man da hinaustritt, da der Blick da am Schneeberg, das möchte man doch eigentlich nicht missen. Und da auf der Schattseite wäre jetzt eine Forststraße, wo man den Kirchwaldberg umgehen kann. Aber wenn die Tour jetzt schon sehr lang ist, das hat sich wirklich noch mal Auszeit da. Da ist man jetzt auf dem Schlussanstieg in Richtung Kirchwaldberg und wird nochmal von der Sonne verwöhnt. Da hinter mir kann man noch erahnen. Also nur deswegen, weil wir da aufsteigen, geht sich das überhaupt aus mit Sonne. Sonst wäre der Unterberg da nämlich im Weg. Der Schlussanstieg. Der Schlussanstieg ist hier. Jetzt hat man leider aber versagt. Also das ist der Schlussanstieg zum Kirchwaldberg. Und da oben hat man tatsächlich ein Gipfelkreuz und anscheinend auch eine freie Aussicht. Der Weg umschifft den Kirchwaldberg, der ist eine felsige Klippe, da hinaufkraxeln. Das haben wir uns jetzt erspart angesichts der fortgeschrittenen Stunde. Und
Wir sind jetzt da im Abstieg zum Bettelmannkreuz. Und dann gibt es noch 150 Meter Bonus-Schlussanstieg. Franz Althuber vom sehr empfehlenswerten Kanal Alpine Momente, da an dieser Stelle sagen Laubpulver. Also, es ist aber tatsächlich blöd zum Gehen, weil es nämlich recht rutschig sein kann. Ja, der Abstieg zum Bettelmannkreuz ist relativ steil. Das Bettelmannkreuz ist erreicht. Und von jetzt weg, Enzianhütte 50 Minuten, na das glaube ich wiederum nicht. Also das halte ich für einen Schwachsinn. Nach dem Bettelmannkreuz gut markiert die Abzweigung aufs Kinneck. Da geht es jetzt auf einem Steiglein dahin. Und die Höhe da vorne, das ist schon das Kinneck. Also jetzt ist wirklich nicht mehr viel. Nur es geht immer noch nicht ganz ohne Höhenverlust ab. Das habe ich vorhin auf der Karte tatsächlich übersehen. Wenn wir da doch nochmal 40 Meter Höhe zwischendurch verlieren. Und hier hat man jetzt eine wirklich tolle Abendstimmung. Man sieht da, dass da der Nebel draußen immer noch nicht ganz weggegangen ist. Wo heute im Gebirge so ein strahlend sonniger Tag war. Man öffnet sich die Landschaft für einen wunderschönen Blick. Und dann geht es aber in einen finsteren Schichtenforst hinein. Da haben wir endgültig einen Fahrweg erreicht und da oben sieht man jetzt das Kinneck und die Enzianhütte. Im letzten Abendlicht. Wir haben jetzt ein bisschen einen Höhenverlust, weil es da auf einen Sattel hinunter geht. Und dann steigen wir da alles auf der Forststraße auf. Das heißt, wir werden die Stirnlampe heute im Rucksack lassen. Da im Abendlicht sieht man jetzt die Kondensstreifen von den Flugzeugen alle auf einen gemeinsamen Punkt zustreben. Und wir streben auf einen anderen Punkt. Wir erreichen da vorne nämlich jetzt noch einen allerletzten Sattel ohne Namen. Mit Kreuz, glaube ich. Also der Wiener Wallfahrerweg verläuft da und demzufolge gibt es da jede Menge Kreuz. Beim Fahrweg, da gab es zwar grundsätzlich einen Abschneider, aber der Abschneider, der ist uns heute dann schon zu steil. Wir haben da jetzt wirklich genug geleistet. Und auf dem Wiesel, da sieht man dann auch schon wieder zur Hütte und wir sehen den Gipfel. Und da oben ist das Haus und es sind 500 Meter. Jetzt am Schlussanstieg, im letzten Abendlicht ist auch noch Zeit für ein ganz kurzes Fazit. Die Etappe ist landschaftlich wirklich wunderschön, aber sie ist doch sehr fordernd. Und wenn man die vorherige Etappe dazu zählt, dann ist es meiner Meinung nach einfach die Grenze dessen, was Spaß macht. Es wäre vielleicht eine andere Etappenaufstellung, die weniger fordernd ist, für viele dann doch die klügere Wahl, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Wasser ist auf dieser Etappe echt ein Thema. Also so wie wir jetzt weggegangen sind um die Jahreszeit, geht sich das zwar jetzt mit Tageslicht aus, es ist aber echt eine Quälerei mit Wasser. Weil es sind nämlich alle Hütten zu, bis aufs Unterbergschutzhaus ganz spät und bis zu dem Zeitpunkt ist einfach kein Wasser am Weg zu finden. Ja, außer man fragt irgendwo bei einem Bauern oder dort bei der Schönleiten, wenn ich mich richtig erinnere, dort hätte es die Möglichkeit gegeben einzukehren. Diese Einkehrmöglichkeiten, die sind wirklich sehr dürftig, außer man ist am Wochenende unterwegs. Dann schaut es ganz anders aus, dann haben die Hütten meistens geöffnet. Selbst zu dieser herbstlichen Jahreszeit, wo es eben föhnig und Schönwetter ist, da sollte man zumindest pro Person mit 2 Liter Wasser rechnen, wenn nicht gar 3. So, da am Kinneck auf dem letzten Wiesel steht noch einmal ein Kreuz. Müsste weithin sichtbar sein. Und wir gehen da jetzt auf die Straßen hinaus wieder. Da ist das Licht ein bisschen besser. Ja, mal Abendrot hat man da. Und den Blick auf den Unterberg. Das haben wir jetzt auch schon wieder. Ein ganz schönes Stück höher. Enzianhütte, 10 Minuten. Na, schauen wir. Gerade noch bei Tageslicht ist die Enzianhütte erreicht. Um 18 Uhr und 10 Minuten. Wir haben es für heute geschafft.
war eine ordentliche Plagerei, keine Frage. Aber die ganzen Höhen sind alle vergessen, wenn man dann erst einmal in der Hütte sitzt. Daher, das war's jetzt von der 6. Etappe des Wienerwald Weitwanderwegs. Ich bin Flatterby und weiter geht es hoffentlich für euch auf der 7. Etappe des Wienerwald Weitwanderwegs von der Enzianhütte am Kinek in Richtung Altmarkt an der Triesting und weiter auf den Beilstein. Und falls ihr da doch nicht weiter zwischen wollt, vielleicht sieht man das einmal auf einer anderen Tour. So, jetzt gibt es einen letzten Gruß. Wir haben nämlich eine Nacht in der Enzianhütte und wir haben die Hütte für uns allein. Das heißt, wir können da jetzt zur Zeit ein ganzes Lager belegen, haben ausreichend Luftraum, können uns entfalten, wie wir wollen. Also, mein Dank geht in diesem Fall auch an die Enzianhütte, dass die das möglich machen, dass man wirklich Übernachtung kriegen kann. Auch wenn man nur zu zweit ist, das finde ich ganz toll. Oder was machen wir von vorn? Ja, diese Pilze ernten will, braucht einen Leiter. Der spuckt ein paar Riegel jetzt aus. Wenn man die Kamera richtig halten darf, dann darf man ja erkennen, dass da vor uns ein Ausläufer von unten der Berg verschwindet. Am besten mache ich das noch einmal. Ein Beweis, meine Mutter kann auch muhen. Das Steinmantel hinter mir markiert den Gipfel von Weingut. Buchhegschutz hast du da 3 Stunden 30 Minuten, das wird immer weiter. Wir sehen hier die Lichter von Holzschlag.